Bei Bayern sind einige Spielerinnen nach überstandener Corona-Infektion wieder dabei. Jetzt ist aber Trainer Jens Scheuer erkrankt und coacht von zu Hause aus per Telefon. Wolfsburg mit drei verletzten Torhüterinnen, Almut Schuld, beißt mit einer Schulterzerrung die Zähne zusammen. Die Gäste in Grün mit der ersten guten Chance nach 10 Minuten. Die Isländerin Svendis Jonsdottir, Torhüterin Janina Leitzig, verschätzt sich. Carina Wenninger rettet vor der Linie. Die Österreicherin verhindert gerade noch so die frühe Führung für Wolfsburg. Das Team von Coach Tommy Stroh trotz einiger Verletzungssorgen auch heute wieder mit mehr Spielanteilen. Jill Roth setzt sich gegen die gesamte Münchner Defensive durch. 1:0, 19. Minute. Die niederländische Nationalspielerin wuchtig, aber auch fast völlig unbedrängt. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit dann doch mal die Münchnerinnen. Glodis Vigorsdottir, noch eine starke Isländerin. Almut Schuld verschätzt sich, der Kopfball nur knapp drüber. 1:0 für die Gäste zur Pause. Zweite Hälfte, ein völlig anderes Bild. Linnes Behrenstein, die Riesenchance für die Bayern. Nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff durch die Niederländerin. Artistisch mit der Hacke, aber knapp vorbei. Wenig später wieder Bayern München im Angriff. Dominik Jansen bringt Jovana Damjanovic im Strafraum zu Fall. Schiedsrichterin Fabienne Michel gibt zu Recht Strafstoß. Die Gefaulte probiert es selbst. Ausgleich, 52. Minute durch die Serbin. Gerade erst zweimalige Torschützin beim siegreichen Länderspiel gegen Deutschland. Almut Schuld springt in die Ecke und ist da chancenlos. Beide Mannschaften jetzt mit sehr guten Gelegenheiten. Wieder der VfL, Flanke Svenja Hutz. Kumagai verschätzt sich und Jill Roth ist zum zweiten Mal in diesem Halbfinale zur Stelle. Die Gäste führen wieder nach 61 Minuten nach diesem kapitalen Fehler von Abwehrspielerin Saki Kumagai. Die Partie jetzt auf deutlich höherem Niveau. Nochmal Wolfsburg. Tabea Wasmuth setzt sich durch. 3:1, 80. Minute. Ein herrlicher Treffer der 25-jährigen Mittelfeldspielerin. Die Schlussphase hochdramatisch. Linda Dallmann steckt durch auf Lea Schüller. Die trifft, aber die Fahne geht hoch, abseits. Das Tor zählt nicht. Mit 3:1 gewinnt der VfL Wolfsburg bei Bayern München und zieht ins Pokalfinale ein. Münchner Tränen am Ostersonntag und glückliche Wolfsburger Spielerinnen, die weiter von drei Titeln träumen können.